Als Tobi kollabierte, wandten wir die Double-Back-Technik an. Ich kann nicht mehr meinen eigenen Rucksack tragen. So am Arsch bin. Also glaubt man, das sieht man vermutlich nicht so richtig auf dem Video, aber da sind wir gerade hochgekommen. Geht so 70 Grad. 70 Grad runter. Yes, sir, Alter. Der Schlafsack ist ja komplett nass. Ja, na, nur außen. Scheiß drauf, Tobi. Nein, nee, du kommst in meinen, Tobi, wir kuscheln, das passt. Das wird ein richtiger Zusammenschweißurlaub hier. Zusammenschweißurlaub. Das erste Essen ist fertig. Unser kleiner Freund. Heute Abend machen wir Froschenkel, habe ich gedacht. Spaß. Komm, spring, kleiner Rudi. Hallo, kleiner Freund. Dann krieg ich Essen. Wir laufen hier komplett in der Dunkelheit. So, Leute, wir sind angekommen. Hier gibt es aber leider schon Besucher. Ich stehe hier Feuerstelle, wenn ich bin. Feedback hier. Ich muss ein bisschen leiser reden. Können wir nicht schreien. Wir haben es geschafft. Ich bin fast gestorben, glaube ich. Irgendwas ist gestorben. Ey, ich fand's geil. Das war richtig. Ich fand's auch geil, Tobi, dass du einen Rucksack mittragen konntest, weil das war für uns nochmal eine Challenge. Und es war einfach eine Möglichkeit, so das Team zu bilden. Einfach, dass wir das uns geteilt haben, wir uns da hochgezogen, diese letzte Passage auf allen Vieren durch den Schmodder. Ich fand's richtig geil. Echt so. Boah. Wie man das sieht, hier ist so gelber Kliver. Dieses Mal haben es leider die Eier echt nicht überlebt, alle. Drei Verluste. Oh. Jetzt haben wir es noch geschafft. Das sieht sogar noch ganz aus. Ja. Ach, sogar 8 ganze. So, jetzt ist ja schon den ganzen Mess hier aus meinem Zimmer. Ist voll auf die Socken, Alter. Boah. Ich nehme nie mehr die Eier mit, Alter. Da hat es halt auch bis zum T-Shirt, ne? Das hat jetzt alles voller Ei. Das ist halt auch jetzt kompletter Bullshit. Ich nehme die Eier nicht mehr mit. Nächstes Mal, Swing the Wilds, ich nehme keine Eier mehr in meinen Rucksack mit. Jetzt kann jemand anderes transportieren, Alter. Vielleicht trägst du einen Rucksack, sehe ich schon mal selber. Ich hab's Essen das meiste aufgefangen. Alles voll. Die Eier nehme ich nicht mehr mit. Noch ein bisschen switchen, Alter. Marvin prepared an A-Frame. Die Idee ist jetzt einfach. Ja, warte mal kurz! Ich schwöre auf meine Mutter! Nimm runter! Nimm runter! Warte! Rahmet Gian! Warte! Geht schwierig, Alter. Da war ich in den Kopf geflogen. Du fickst mich niemals, Kollege! Ja, aber wäre besser. Hör auf zu quatschen, komm raus! Hör auf, Bruder! Komm raus, Bruder! Für einen Herrn Nissenstich wäre es ultra unschuldig. So, Leute, Aufbau des A-Frames. Wir zeigen euch, wie das funktioniert. Wir müssen die Langseite nehmen. Wie wachst du morgens auf? Mit was für Eiern wachst du auf morgens? Ja, ich glaube, Licht ist ekelhaft, weil die fliegt immer zum Licht. Natürlich. So, der A-Frame wird trotz Hornissenangriffen weitergeführt und aufgebaut. Sieht ja fast aus wie bei der Army. Und hier ein bisschen weiter vor und rollen hier unten an der Seite einfach diesen scheiß Stamm drüber. Ja. Und dann nehmen wir die Seite und biegen die ein bisschen drunter, wenn es irgendwie geht. Jetzt wird hier gespannt. Bin hier ganz gespannt drauf. So, hier wird das Seil befestigt an den Stein. Das ist wichtig. Der Seite wird es mit Stöcken gemacht. Werden eigene Heringe geschaffen. Ihr könnt noch was lernen. Dann ist es weg, oder? Ja, ich glaube schon. Aber nicht zu arg, sonst bin ich direkt am Arsch. Ich zieh mal die noch ein bisschen her. So, damit wird gespannt. Dann mal kurz reingucken, wie das dann ungefähr letztendlich aussieht. Kompakt, wie bei der Armee. Denen auch nichts anderes. Tobi taut langsam wieder auf, kommt zur Besinnung nach seiner Nahtoderfahrung. Unter uns, Leute, ich filme das eigentlich nur, dass ich das nicht mit aufbauen muss. Nee. Witz. Hier könnt ihr noch was lernen für Shelterbau. Das wäre jetzt das räudigste Shelter jemals.
Du kannst es nicht sagen, wenn ich sage, jetzt könnt ihr noch was lernen für Shelterbau. Du kannst nicht sagen, das wäre das räudigste Shelter. Tobi, ganz sanfte, aber ein bisschen draufstehen und so langsam reindrücken. Ja. Du kannst das. Ja, perfekt. So ist gut. Ich habe mir zwar einen Knoten im Internet angeguckt, aber den kann ich jetzt nicht mehr. Das ist immer das Beste. Welchen Knoten machst du jetzt hier? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Oder der Affe. Ich glaube, ich mache es ganz simpel. Ich mache hier so eine Art Sauschlaufe, nennt das mein Vater. Eine Sau. Wenn das irgendwie klappt hier, was ich mache. Super einfacher Knoten, ne? Also es dauert auch gar nicht lang, echt, aber so? Du knubbelst die einfach so durch und dann hast du hier eine Sauschlaufe. Sonst lernt ihr noch was? Im Idealfall hält er auch irgendwie, aber dann müssen wir das jetzt nochmal einfach weg. Nicht wie bei dem Fritz Meinecke, der labert nur Müll. Man müsste ja schon in der Wüste überleben. Versucht erstmal im Schwarzwald zu überleben. So Leute, das wird unsere erste Übernachtungs- Ort, Shelter sein. Sieht auch ein bisschen schöner Wind durch. Ja, ein bisschen luftig. Aber wir haben alle die haben Linsen gefressen. Ich habe Chili con Carne gefressen, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Das ist doch voll geil. Ah, dann hoffe ich, gehe ins Bett. Ich für heute. So, Marvin hat an mir gezweifelt, dass ich Feuer nicht ankriege, aber es hat geklappt. Nie gezweifelt. Jetzt muss er seine Suppe halt alleine essen. Das ist die Vorspeise. Während ich hier koche, Alter. Ja. Den Spaten auspacken. So, Ladies, dass ihr mal seht, was es wieder Feines gibt. Weil wir sind natürlich wieder nur am Essen. Tobi prepared den Nachtisch. Oh Gott, es brennt schon an. Rein damit. Rein damit! Trink du mal, ich find's gut. Das ist auch Kirschwasser. Mmh. Da haben wir, oh, eine ordentliche Flamme haben wir hier. Feuer. So, passt. Hoppla. Jo. So Leute, seid live dabei. Ein Stück reinklüpfen. Wir kochen heute mit Glut. Eieraufschlag. Eier. Oh Gott, das Ei mit rein schon, Alter, so am Arsch ist das gewesen. Das war, glaube ich, schon offen, ne? Ja, das war schon offen. Vorspeise schon leer. Nö, noch nicht. Heute gibt es einen kleinen Schmoddertopf. Das Essen Number One, der Mauldash. Delicious. Ich glaube, Marvin liegt in der Mitte. So ich hab das jetzt einfach mal hingelegt. So. Keiner hat damit gerechnet, dass Marvin in der Mitte liegt. Ich gebe die meiste Wärme ab. Das ist ja für euch das am besten. Ich tue es für das Gemeinwohl. Ja, also wir haben gespeist jetzt noch und jetzt wird in unserem A-Camp gecampt. Wir sind auf jeden Fall echt am Frieren, Alter. Es ist wirklich ziemlich fresh, das haben wir ein bisschen unterschätzt, würde ich mal sagen. Und dass wir Tobi mittragen müssen, haben wir ein bisschen unterschätzt, aber. Ah, Scheiße, die Dingsmatte ja noch aufpusten. Oh, leck, Alter, da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, Tobi. Ich dachte es doch vorher. Mann. Auf jeden Fall alles sehr, sehr motiviert. Und alle Brote. Alles voller Brote. Brot. Das ist eine Tour, Alter. Alles so schön rot, ey. Ich hole mal jetzt nicht so Radau. Ich kann mitmachen, bitte. Mit safe platzt es. Ja. Ich spiele die ISO-Matte. Ich spiele die gemeine ISO. Die ist halt wirklich super, Alter. Ich muss hier gerade jetzt. Er regt sich trotzdem drüber auf. So eine geile Matte. Tobi?
wie Tobi vorhin, als er aus allen Löchern gepfiffen hat. So ein bisschen, als wäre das so ein Orchester. Das macht ein bisschen warm. ein bisschen mehr Rhythmus. Guck mal, Alter, die ist schon halb voll. Herrlich. Gut ist auch immer, dass das Kopfkissen halt total dreckig ist, weil ich da mit dem Fuß drauf trete. Hat sich ja richtig was dabei gedacht, wenn ich das hier da. Ja, Leute, und ihr seid wieder live dabei. Das freut uns natürlich. Wenn gerade 12 Grad, aber es ist real feeling, die 5. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt mal meine Matte. Ich nehme mal so eine Kinder-Yoga-Matte. So. Perfekt, oder? Alter. Ich finde die Zelten ohne Zelten gar nicht ganz cool. Was geht, ihr Würste? Was geht, Alter? Alter. Heftig. Also, das A-Zelt hält bis jetzt. Zelten ohne Zelt. Morgen geht's weiter. Alter, einfach die Maultaschen neben mich geparkt. Aber satt war sie noch immer nicht. Alter, voll gefährlich, Mann. Gefährlich. Der Köder, ich stell das nachher neben den Kopf. Ich hoffe, das haben wir auf Video. Wie die Marvin so in die Fresse kriegt.